Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Banger. Hoffen wir. Also Shifting Sands, aber heute wirklich jede Runde, ne? If you don't have a magnetic remover on your bench at the start of each round, get one. Wir kommen der Top 4 immer näher, ja. Wir sind jetzt 8., 6., 6., 5. geworden. Also man könnte davon sprechen, dass ich jede Runde besser werde. Ich würde euch eigentlich gerne zeigen, wie man Cage spielt. Aber mir fehlt heute so ein bisschen die Durchsetzungskraft. Wir haben auch einen anderen Cage-Spieler. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Jetzt wird es was kommen. Ja, ich hoffe es auch einfach mal. Ich hatte heute teilweise auch echt gute Starts. Ich bin nur sehr, sehr schlecht ausgespielt zu teilen. Also die Runde eben muss ich halt gewinnen. Da waren schon ein paar coole Sachen dabei. But what can you do? Vielleicht ein Cage-Start? Auch eine Jinx? Ding ist, wir wollen über Cage spielen, wir hauptsächlich für das Gold-Open, Stars are Born. Wo du deine erste 2-Cost-Unit, die du kaufst, zu 2-Star wirst. Und deine erste 1-Cost-Unit, die du kaufst, zu 2-Star wirst. Ich würde aber gerne Jinx halten. Boah. Also normalerweise geht man hier bei Level 4, um mehr Upgrades zu hitten. Aber ich glaube tatsächlich, dass es diese Runde egal ist. Weil wir einen potenziellen sehr starken Zone-Start haben. Oh, Robotic Arm! Okay, Kinder. Alles hat sich gerade geändert. Wir spielen Jinx Reroll. Das wollte ich eh schon mal immer mal machen. Aber nur gucken, wie wir eine Frontline kriegen. Aber wir haben Double Jinx mit Robotic Arm als erstes. Das ist sehr gut. Oh, ist das Silber. Gen 1 Tier 1, 2 Tier 2 Units. Sollen wir das riskieren? Das wollen wir nicht spielen. Komm. Really, man spielt Jinx nicht mit Rageblade? Die ist so cool mit Rageblade. Was? Das war mir nicht bewusst. Ist aber Gott sei Dank nicht so schlimm. Ja, der Robotic Arm sorgt einfach im Endeffekt dafür, dass du eine 50% Chance hast, dass du halt einen Additional Attack triggerst. Was sehr, sehr nice ist. Und darauf kann man Jinx als Carry bauen. Aber really, Jinx 3 ohne... Ich bin entgeistert. Ja, Caretaker Ada ist sicherlich sehr interessant, aber halt auch sehr risky. Ich denke, ein Carry reicht hier. Ja, ein Carry. Ich glaube, Jinx spielen, aber Jinx 2 wäre natürlich krass. Sieht hier aus. Boah. Komm, ich kann es darüber hinweg, dass das Solo echt sagt, kein Rageblade. Das so. Also im Endeffekt gibt der Rageblade keine AD, also wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen die Entscheidung, okay, Hurricane, Deathblade ist einfach so gut. Aber wenn du Hurricane, Deathblade baust, willst du halt nicht Rageblade haben. Ich glaube, Roboarm interagiert gut mit Rageblade. Ja, aber vielleicht ist Roboarm auch so, dass du kein Rageblade brauchst. Also er hat immer so ein bisschen Rageblade synergiert mit allem, was der Attack Speed gibt, aber Rageblade gibt dir auch Attack Speed, Alter. What?
Viele Pairs. Ist doch die Frage, ob man hier Kalista, als ob man einen zweiten Carry spielt. Oh, wait. Dann. Okay. Ach komm, ich spiele einen Sunfire. Was soll der Geiz? Ich habe das Gefühl, der Fight hier wird sehr eng. Meine Hoffnung ist einfach, dass wenn ich hier einen Sunfire spiele, dass er da nicht hängen wird. Ich würde hier pre-leveln. Ist natürlich ein bisschen bad, weil man will eigentlich, will man Titans spielen. Also ich muss gerade mal gucken, was der Duck sagt. Jeans? So. Gut. Oh yes, baby! Woohoo, yes! Okay, das heißt, wir brauchen aber Deathblade und dann als letztes müssen wir schauen, was es wird. Ne? Es kann ein Giant Slayer werden, kann das sein, dass wir dann ganz spät noch. Junge! Ja, das ist ein ganz schöner krasser Nutdraw, ne? Wir, also tatsächlich stacken auch Kalista-Speere miteinander, ne? Ludo, absolute Legende. 95 Monate. Darf man echt nicht ausrechnen, ne? Wird ein Übel. Aber danke, danke, danke für deinen Support. Also Jinx 2, Set 2. Das ist schon sehr krass. Muss man gerade überlegen, wie mein Lineup auf Level 6 aussieht. Wie wichtig ist denn Gunner? Ja, gib mir 6 AD bis zu 8 Mal. Oh, ist schon nett, ne? Das sind fast 8, ja, das ist tatsächlich seit ich streame. Weiße Wahrheit, danke dir für deinen Twitch Prime auf die nächsten 94. Okay. Ja. Wollen wir kurz mal überlegen, wie mein Lineup auf Level 6 aussieht? Also. Gibt nicht so viele richtig coole Units, ne? Vielleicht spielt man einfach Breloid rein. Aber wenn er kein Last Whisper auf Jinx spielt. Aber ich könnte natürlich auch einfach Last Whisper auf Jinx spielen. Aber ich habe jetzt natürlich auch keine Items für, also. Vielleicht doch nicht. Ich hatte Johnny Haare, so lange ist das her. So viel hatte ich noch gar nicht. Und meine Frisur hat sich eigentlich, seitdem ich 21 bin, kaum verändert. Ich könnte ja quasi das spielen. Das hat schon. Fühlt sich nicht so gut an. Und dann liebsten würde ich einfach weitere Frontliner spielen. Ah ja, da war ja was. So ein Augment gepickt. 34 Gold. Kein BF, Mann. Okay, dann bauen wir wahrscheinlich Titans, um weiter zu Winstreak. Schon sehr krass, was wir hier rollen, ne? Jetzt auch einfach eine Kalista 2. Mal gucken, ob irgendwer auf Jinx geht.
Ich denke nicht, dass der Jinx geht, oder? Der sollte mit dem Setup eigentlich Seri gehen. Aber der hält natürlich trotzdem ein paar Jinx. Der war aber relativ stark dafür, dass der Petora ist, ne? Ich denke. Ah. Oh. Was ist besser, Leute? Bronze Ticket oder Army Building? Army Building gibt mir sehr wenig Power direkt. Bronze Ticket allerdings irgendwo auch. Bronze Ticket hilft mir auch mehr für den Rest noch. Freut man hier? There will be peace in the Freljord. I will forge it. Hätte gerne Freljord, but I can't. Fühlt sich ein bisschen weird an, weil ich nicht so richtig weiß, was ich bei Jinx mitrolle, ne? Also ich kann als Seth Warwick mitrollen. Vielleicht spiele ich einfach mal eine ganz eigene Variante hier. Der ist weggerollt für Gunner. Also, ich rate hier Gunner gar nicht los, sondern ich will eigentlich nur Freljord spielen. Ich muss Gunner hinten raus natürlich zocken, aber ich werde E-Seri spielen. Bei Four Costs, aber nichts von dem, was ich will. Ich würde tatsächlich hier weiterrollen. Hat sich nicht so gelohnt, ne? Ja, dann sollte ich wahrscheinlich aber doch Jace spielen statt Ashe, ne? Weil Ashe blank ohne Deadeye und Freljord. Wobei Action macht sich selbst. Alter, was geht denn mit Jinx? Ist halt so krass. Diese 50% Chance auf den Extra-Hit kann halt auch wieder einen Extra-Hit bocken. Und das scheint irgendwie sehr illegale Ausmaße anzunehmen dann. Aber die Fights sind schon irgendwie close. Ich riskiere natürlich die ganze Zeit eine Menge. Wenn ich einen Fight verliere, ist meine Economy sofort sehr ripp. Kann ich damit was anfangen? Das ist doch wirklich nicht wie, ne? I guess we take it anyway. Oder do we? Na nee, komm. Ich nehme lieber einfach wieder ein Item, mit dem ich direkt was machen kann. Zähle ich die? Oder spiele ich wirklich Seth Warwick Jinx? Klingt schon sehr treu. Oh mein Gott, wie einfach nichts von mir noch auto-checken kann. Puh! Ich spiele immer noch hier Jinx. Ja, Juggernaut Frontline, das wird langfristig nicht reichen.
Seit jetzt zu der aktuellen Phase ist halt sehr cool. Ah, ich würde gern weiter aufs Tempo drücken, ne? Aber es ist auch einfach sehr risky. Wirklich unangenehm risky ist das. Ja, ja. Jetzt natürlich die Seto gerollt zu haben, ist sehr, sehr gut. Silver Ticket gefällt mir auch, also die Rerolls machen sich schon bezahlt. Actually, glaube ich, spiele ich diese andere erst auf 7 wieder. Normalerweise würde man jetzt einfach Warwick erzählen und das alles umbauen, aber ich finde halt Kalista Tooster, Warwick Tooster finde ich so strong. Dass ich in dem Grundgerüst bleibe, bis ich Jinx 3 habe. Und danach erst wieder schaue. Und ich überlege wirklich, ob ich 4-1 komplett all-in gehe. Weil wenn ich hier den Winstreak verteidigen kann, dann kann ich meine Economy neu aufbauen. Und ich glaube, ich kann 4-1 nicht gewinnen ohne Jinx 3. Aber ich habe 50 Gold zum Rollen und Silberticket. Das könnte auch einfach reichen. Okay. Let's go. Eine Serie. Oh! Er war close. Sei mir nicht, ich verliere trotzdem. Okay. Ja, doch. Fühlt sich ganz gut an, ne? Das so gehittet zu haben. Witzig. Boah, Freyot Soul. Würde ich wahrscheinlich einfach am meisten fühlen. Ja. Ich glaube, das ist Best Board. Ich muss so ein bisschen variieren hier. Weil ich jetzt gerne Freljord 4 drin habe. Aber trotzdem meine Kalista nicht droppen will. Weil ich da immer noch sehr vertraue. Oh. Church of Urgott. Freljord 4. Ah. Ich hätte jetzt so gerne den Urgott hier drin, ne? Der ist schon sehr strong, aber weil ich die Serie weggerollt habe, ist das einfach sehr schwer jetzt umzusetzen. Also meine Frontline ist zu weak. Meine Backline ist strong, aber ich muss gar nicht. Also in der jetzigen Phase würde ich lieber einen Frontliner mehr spielen. Und dafür die Kalista rausnehmen, weil meine Jinx Restar sollte natürlich in der Lage sein, es zu handeln, ne?
Sie sollte nicht die Hilfe von Kalista brauchen. Wenn man sich die Damage nochmals anguckt, sieht man da eigentlich auch immer nur eine Zahl. Aber die Umstellung ist natürlich jetzt auch ein bisschen risky. Tue ich mich ein bisschen schwer mit der Entscheidung. Ich muss sagen, diese Augment, ich hätte das nicht, Component Buff PE, aber es fühlte sich jetzt für mich sehr cool an, ne? Eigentlich immer eine gute Auswahl dadurch und konnte damit auch ordentlich was machen. Schon irgendwas mit anfangen können. Bist du? Oh. Ich befürchte, dass das andere Radiant-Ding besser ist, ne? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jinx Ult Hurricane prockt. Auf jeder Schuss der Ult. Weil es prockt ja Static und Rageblade. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht ist, wenn es nicht so ist, dann ist Deathblade besser. Weil ich ja mit Deathblade auch mehr Damage auf der Ult habe. Und halt auf jeden Auto-Attack. Der auch noch öfter gepockt werden kann. Jinx wird pockt jedes zweite Mal Hurricane. Ja, ich glaube, dann ist Deathblade probably fine, ne? Aber 124 ist echt nicht so ein krasser AD-Wert. Soraka hat echt krasse Stats, ne? Je mehr man sich mit den Stats befasst, desto krasser merkt man, dass Soraka King ist. Okay. 14er Winstreak, Leute. Aber ich glaube, jetzt endet er leider. Weil der ist echt strong. Aber vielleicht kann ich es so machen, damit der Akshan nicht meine Jinx sittet. Einer rein mit der großen Ade jetzt. Da hast du vollkommen recht, ja. Das war sehr lucky. Meine Jinx hatte sehr viele Refreshs zu Beginn des Fights. Nice. Jetzt ist Gunner schon was wichtiger geworden. So, und jetzt stellen wir zu 5-1 unsere Comp um. Weil wir jetzt in der Creep Round auch ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Jetzt. Was ist das? Ich befürchte nicht. Mann. Fuck, Aris. Schön 100% nicht machbar. Na gut. Ich glaube trotzdem, dass der Switch richtig war. Es wirkt natürlich jetzt so, ey, du hast geswitcht und verloren, als ist das neue Lineup schlechter als das. Als das Alter, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das der Fall ist. Man kann natürlich Ashe hier hinstellen, aber dann bist du hier auch sehr geklumpt.
Also ein bisschen. So ein paar Opfer, die wir hier links und rechts hinstellen können. Siri würde viele Probleme lösen, ne? Also jetzt glaube ich gerade auf Battlef 2. Ja, das Ding ist nicht so gut, ne? Weil Urgott normalerweise als einer der letzten Units stirbt. Das heißt, wir könnten bei der Comp bleiben. Warwick raus. Echo raus. Maybe Belve rein. Und dann gucken wir mal. Ja, wenn die alle Two-Star wären, wäre das Thema natürlich nochmal ein anderes. Aber so ist es das natürlich nicht. Okay, gefällt mir. Ist uns fairerweise auch wieder nicht an Damage mangelt, aber hey. Hallo, wie lange machen Sie noch? Tuni, möchten Sie on-stream mit mir spielen? Oder bevorzugen Sie das Offline-Spielen? Also ich wäre gleich noch für 2-3 Ründchen on-stream 2 vs 2 vs 2 vs 2 zu haben. Hey, direkt nach der Runde? Okay, der verliert auch. Ja, ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir hier durchkommen. Nice, freue ich mich. Du hast dann Heilung für meinen Urgott, wäre gut. Sieht so ein bisschen aus, jetzt müssen wir wieder Edge of Night. Ja, ich habe ehrlicherweise no idea. Ich glaube, das ist ja eigentlich Ragebait und gibt Serie, aber ich wollte nicht. Ich glaube, man versucht ja eher, die Leute jetzt rauszuforcen, indem man rollt. Vielleicht ein bisschen was trifft. Zu chillen. Das ist halt jetzt das Ding, ne? Ich glaube halt, nicht, dass Serie hier so gut ist. Wir haben keine Items für sie, sie macht nichts. Jace bufft wenigstens meine Jinx. Und Zaun 4 ist nicht so strong. Sind halt 33 AD mehr. Ist natürlich ein Execute drin bei Siri, ne? Den darf man nicht vergessen. Irgendwie das Slot hier insgesamt. Probieren wir's. Ich meine, tatsächlich ist in den Fights auch immer ein Haufen RNG dabei. Also wenn meine Jinx 3, 4, 5 früher Auto-Attack Resets kriegt, so, dann gewinne ich einen Fight halt auch mal höher als sonst. Wenn ich gar keinen kriege, dann kriege ich den Fight auch mal mehr auf die Fresse. Die besiegen mich jetzt beide, I think. So, meine Zeit ist ein bisschen abgelaufen. Ugo 2 kommt natürlich noch, C2 2 auch. Noch halbwegs wichtige Dinge. Aber jetzt auch nicht so spielentscheidend. Hoffnung ist ein bisschen, dass halt eine BWF 2 Stones hier helfen kann. Relativ random kommen. Können immer mal durchlacken. Schade, wenn es ein größer Duplicator ist. Wäre ich sehr glücklich gewesen. Genau, davon spreche ich doch.
Gott, das ist natürlich komplett ass, aber... Kers. Dann Abfahrt. Edge of Night von meinem U-Gurt war schon mal sehr schön. Sein U-Gurt ist tot. Auch sehr schön. Bellwerf macht Bellwerf-Sachen, die keiner versteht, aber sie wackelt mit ihren Armen und bumm, ist der Gegner tot. I like that. I like that in a woman, oder wie war das? Seht schon 2. Ja, der T-Rex ist hier so ein kleines Problem. Aber es gibt zwei Dinge, die wir ganz am Ende hier machen müssen. Also einerseits meine Jinx aus dem Sephir rausstellen und meine Bellwerf, weil eins von beiden sollte er immer versuchen zu treffen. Die auch gut geklappt. Mein U-Gurt hat leider meine Bellwerf überlebt, das war so ein bisschen die Hoffnung. Okay, 20 Gold. Ich hätte natürlich gerne Morellos auf meiner Seju, aber das scheint nicht so ganz drin. Jetzt habe ich meine Jinx mal aus der T-Rex Ult raus. Der natürlich eine große Hilfe ist, aber das reicht leider trotzdem nicht. Und dann fällt mir nicht so richtig ein, was die Lösung ist. Der kriegt gerade Peterwolf for free. Bin ich aber nicht so glücklich. Aber das will er scheinbar nicht mal. Stimmt, vielleicht doch nicht. Ich wurde noch nicht einmal von seinen Sephir getroffen. Aber das scheint einfach nicht entscheidend zu sein. Also darüber kann ich mich zwar ein bisschen freuen, aber viel mehr auch nicht. Wieder nicht getroffen worden. Ja, wir haben halt viele AP noch. Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, nach Lösungen zu suchen. Was macht sie? Mit dem Turbo-BM. Und es scheint mir so, als hätte ich jetzt eine Lösung gefunden. Ja. Bin ich sehr zufrieden, ne?
Ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass ich hier noch eine Lösung finde. Aber Baywolf macht hier tatsächlich dann nochmal ihren Job sehr gut. Jesus Shroud, ne? Ich frage, ob man ihn opfert für Jarvan. Es wird immer frecher von mir, aber... Oh, das war das erste Terrible Positioning. Das beendet leider die Runde. Scheiße, Leute! Ja, ich weiß auch nicht, was mich da bewogen hat, meine Jinx in die Frontline zu stellen. Das war es natürlich in keiner Welt. GG. Schade, ich glaube, ich hatte echt die Lösung gefunden. Aber es ist natürlich auch schwer, einen Piltover-Spieler dann zu besiegen. Wenn ich ja die Jinx tatsächlich vernünftig nach hinten stelle, in die letzte Reihe, dann stirbt die nicht sofort am Urgott. Dann ist das alles auch ein bisschen einfacher. Trotzdem war ich eine schöne Runde. Also Jinx Restar haben wir tatsächlich noch nicht viel gesehen. Es sah lange so aus, als könnte ich hier vielleicht mit 100% gewinnen. Am Ende wahrscheinlich einfach ein bisschen, als ich das Board umgewechselt habe, ich glaube, es war ein bisschen zu früh. Ich hätte auch ein bisschen mehr Gold sammeln sollen. Aber die Runden davor, fairerweise, waren alle sehr schwer, weil ich ein bisschen zu greedy war. Deswegen war das, denke ich, fein. Urge zu sellen, um die Items umzubauen, war fein. Ich glaube, das Zion zu spielen ist auch richtig, weil das Zorn-Upgrade einfach nicht so gut ist. Aber vielleicht spielen wir das Zorn-Upgrade dann doch. Ja, war schwer da vernünftige Lösungen zu finden, aber am Ende ist es auch sehr schwer, gegen den zu gewinnen. Wenn sein T-Rex so groß ist. Aber das war ein weiterer Banger, Robotic Arm Jinx Restar. Peace, euer Joint.